Detlef Bolchers hier für die Racing, Racing Association. Das müsste das erste Team sein. Ja. Auch eine Wulf-Lackierung, aber diesmal im Lambo. Ja. Ja, eine andere. So ähnlich. Und das Farbschema dahinter sehe ich eine Corvette, die mir auch von der Lackierung her sehr bekannt vorkommt. Das ist Arno Güllering für über 40 Racing. Okay, und die haben sich die Lackierung von der Guthrow Corvette aus der, ja, von der Nürburgring Nordschleife genommen. Genau, ja, nicht ganz, nicht. Von vorne zumindest ein bisschen zitiert. Gelb, schwarz, das soll wohl mehr orange sein, gelb, schwarz, weiß. So ähnlich ist die Guthrow Corvette unterwegs. Ein Auto, was ursprünglich mal als GT4 gestartet ist, was aber mittlerweile auf eine SP-Klasse umgebaut worden ist, nachdem man... Das war bitter. Ja, da hat er sich wahrscheinlich zu... Ja, ein bisschen überbremst. Nehmen ihn besser mal nicht ins Bild rein, dann fährt er, glaube ich, entspannter. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob sein Vater, der Wolf, der fährt ja mit ihm hier, ob der ja jetzt hier im Hintergrund, ey, du bist im Fernsehen, und dann, oh Gott, 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 und jetzt ist hier... Ja. So, dann haben wir die Wilcrave Motorsports Jungs. Wir haben jetzt einen überschlagen, glaube ich, hier vorne, den BMW, der dran vorbeigegangen ist. Ja. So, und dann haben wir den zweiten Porsche, nämlich von, nee, das ist ein BMW, das ist ein Z4, und zwar von Braxman. Da haben wir nämlich jetzt hier, sagen wir hier, ein bisschen falsch in der Reihenfolge. Genau, der Arno, Andreas Kalupka sitzt da gerade drauf. Ja, genau. So, Udo Wagner für VE Racing. Im Nissan. Im Nissan, genau. Und dann haben wir auf der 24 den Thomas Kühn für das Team von GT1E. Jawohl. So, und hier bin ich jetzt ein bisschen erstaunt. Da muss ich fast mal, da wäre ich, würde ich den Ralf Deininger mal bitten, so er da zuschaut, mir mal zu sagen, was hier los ist, wieso die so weit hinten unterwegs sind, weil Vortex ist normalerweise ein Team, was ganz vorne mitfährt. Ja, wir hatten uns ja schon von GT1 durch den Unfall in der ersten Kurve eine Runde Rückstand eingehangen, aber offensichtlich sind hier noch drei Teams hinter uns. Das sind zum einen der Jens Elsing, sag mal kurz. Ja, das sagte ich gerade, das ist Vortex. Dann haben wir hier Olaf Ness für Sackschwitze Racing. Und dann haben wir hier noch die LSF Racer 2, die hier gerade über ihren Boxenplatz rübergefahren sind. Die hier auch nochmal an der Box sind. Und das war's. Aber es sind noch alle Teams im Rennen. Das ist schon mal ganz gut. Eine ziemlich geile Kiste. So, hier haben wir mal kurzzeitig den Führenden in dem Bild, weil dem muss man nicht die ganze Zeit zeigen, wenn der. Aber guck dir das an, erinnere dich, vor ein paar Runden hatten die 6-7 Sekunden Vorsprung. Das sind nur noch drei. Matthias Leibold hier von Online Motorsport ist hier scheinbar ein bisschen zügig unterwegs und hat ihn auch schon im Blick. Also der kann ihn schon sehen an manchen Stellen. Thomas, das dürfen die 30 Kilo sein, ja, die dafür verantwortlich sind. Oh, Stefan Karnitz ist für Back to 4. Er fährt auf Platz 4 wieder. Und Achim Krause hat es auch mittlerweile auf die Position 5 geschafft. Und Ronny Hähnel nur noch 6. Aber hier in einem schönen Fight mit Achim Krause. Ich denke mal, es wird wirklich darauf ankommen, sich aus allen Scherereien rauszulassen, rauszuhalten. Und hier kann man auch mal an der Stelle taktisch fahren. Du sagtest es ja gerade, so ein Zweikampf über längere Runden, der braucht doch einiges. Der kostet wirklich Reifen, der kostet Zeit, der kostet Rückstand. Das sind alles Sachen, die am Ende fehlen können und am Ende nochmal eben ein, zwei Plätze kosten können. Vielleicht ist es an der Stelle sinnvoller, wo ich sehe, der ist schon. Hey, ich lasse den jetzt anstehen, ich bin zwei, dann rennen wir die Zeit aus und vorbei und dann hänge ich mich an die Pfanne. Ja. Und dann kann man an der Stelle auch schon mal einen Windschatten über mir und taktisch ausgesetzt. So, Zuge an der Box. Ostsee Racing ist das? Ach Gott, Gott, Gott. Also ich muss sagen, ja, es macht mir so einen Spaß. Das kann man gar nicht beschreiben. Das finde ich so grandios. Naja, normalerweise hast du halt bei so einem, ja, ab einer gewissen Rennlänge ist halt so nach einer Viertelstunde Schluss mit lustig. Dann fahren die taktisch und du hast ja kaum Manöver, kaum Zweikämpfe, geschweige denn drei oder vier Kämpfe. Und
hier ist das alles noch so wahnsinnig eng beieinander. Also ich finde das ziemlich grandios, muss ich ehrlich sagen. Wenn wir mal gehen von Platz 3 bis Platz 9, sind die innerhalb von 6 Sekunden. Das finde ich schon sensationell. Also ehrlich. Es kommen jetzt so langsam die ersten Boxenstopps. Hat das schon jemand ausgerechnet, wie die getimed werden müssen, die Stints? Ja, also wäre jetzt wie jetzt die Stints, wir haben ja die Motorprogramme, ne? Also das ist immer ein bisschen Abhängigkeit davon, welche Einstellungen da gewählt werden, wie oft die Motorprogramme, die höheren Motorprogramme benutzt werden. Fakt ist, die Motoren verkraften es nicht permanent, also nicht nur, dass sie deutlich mehr Sprit brauchen in den höheren Motorprogrammen, sondern sie sind auch außerhalb ihrer Leistungsschwelle zu oder kommen darüber hinaus und machen das natürlich nicht allzu lange mit. Sprich, wir haben drei Motorprogramme oder Boost Mappings, wie man das nennen will, und fährt man permanent im Mapping 3, dann dürfte die Rennlänge so 33 Cent, 40 Cent der Gesamtdistanz betragen. Dann ist Schluss. Lustig, dann ist der Motor einmal. Das heißt, man muss sich hier wirklich überlegen, wann benutze ich höhere Mappings, und Motorprogramm 2 ist auch so eine Alternative. Man kann, wenn man es dauerhaft benutzt, das Rennen auch nicht zu Ende fahren, aber man kann es auch wirklich häufiger einsetzen als das Motorprogramm 3. Ist so ein bisschen vergleichbar mit so einem kurzzeitigen Boost, wie wir ihn in der Formel 1 hatten. Ja, also wo man so mal für ein Überholmanöver noch mal ein bisschen Leistung haben kann. Push-to-Pass. Ja, sowas in der Art. Das ist also kein Curse oder sowas. Das ist hier elektronisch irgendwie Tuning und Elektromotor. Nee, so ist das nicht. Das gibt einfach mal ein bisschen mehr Power. Und das kostet aber auch deutlich mehr Sprit. Und wenn man das halt zu häufig macht, dann kann es auch mal passieren, dass man näher rein muss. Also wir haben hier so Fahrzeiten im Motorprogramm 1, so ich glaube um die 55 bis 55 Minuten, je nach Fahrstil. Und von daher. Ja, da kommen wir jetzt langsam in die in diese Sektion rein. Einige Leute haben ja schon gestoppt. Muss ich mal schauen. Das sind aber durchweg alle, die jetzt weiter hinten im im Feld findet. Also es ja, kann also der auch Dirk Suder hat jetzt gerade gestoppt und wenn ich jetzt mal richtig gucke, wo ist der gelandet? Von Platz 10 auf Platz 21 durchgereicht durch seinen Boxstopp. Ja, also gut, das muss man dann abwarten, bis alle im selben Boxstopp-Fenster wieder drin sind. Ist natürlich ein Indiz dafür, wie die alle noch beieinander sind. Weil normalerweise auf so einer Strecke hier hat man eigentlich nach einer Stunde Rennlänge teilweise Zeit, Boxenstopp zu machen. Wir haben aber hier das Phänomen natürlich, dass wir eine extrem lange Boxengasse haben. Wir müssen hier durch die komplette Boxengasse, wir haben keine Ausfahrt zwischendrin, also wir benutzen die komplette Garage und die komplette Anzahl von Garagen. Das fährt wirklich hinter der ehemaligen Busstopp rein in die Pikane und am Ende Ausgang der Rouge wieder auf. Das ist natürlich. Wie viele Boxen hat eigentlich diese Strecke in diesem Mod drin? 50. Weil 52. Okay, das ist ja mittlerweile auch. Oh, da gab es beim Thomas Wackerbauer wohl ein. Nee, das ist ein Krause. Ach, ein Krause, der hat da wohl die Schikane verpasst. Fass so aus. Oh, und hier sehen wir, haben wir hier einen dabei, der hier jetzt gerade durch die Box geht. Das ist natürlich so. Dafür haben wir jetzt aber den Achim Krause. Dann versuchen wir mal hier rauszukriegen, was der hier betrieben hat. Hier ins Replay. Joa, klassischer Dreher. Jo. Zu früh aufs Gas und tschüss. Ab geht der BMW oder der Alpina. Ja, wie ist das gut eigentlich? Vielleicht weißt du das. Ich meinte, ich hätte gelesen, dass Alpina jetzt in den BMW-Konzern integriert ist. Gut, dann weiß er da wahrscheinlich mehr als ich. Nee, ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe es gelesen irgendwo. Also Alpina gilt als eigenständiger Hersteller, weil sie halt sehr viel an den Autos auch modifizieren. De facto benutzen sie aber seit Jahren immer BMW-Chassis. Ups, das ist der Aston, der auf dem letzten Platz liegt. Ja. Benutzen sie seit Jahren für ihre Autos BMW-Chassis und ob es jetzt ein Tuner oder ein Hersteller ist, sie bauen zumindest auch eigene Rennversionen auf mit eigenen Motorkombinationen, die unterschiedlich sind von dem, was du von BMW kriegen kannst. Insofern, ist da die Diskussion müßig. Ich weiß, dass es ein bisschen Technologietransfer gibt.
Einer der Mitarbeiter von GT1, der selber bei BMW arbeitet, ist schon also öfter auch schon mal bei, bei Alpina gewesen, um die beim Design ihres Autos zu unterstützen. Ja. Also insofern gibt es dann, wird das zumindest wohlwollend unterstützt, was da bei Alpina läuft. Man sieht sie nicht wirklich als Konkurrenten. Das ist nicht so wie bei Ruf und Porsche, oder? Nein, so krass ist es nicht. Also, wobei der Alpina durchaus ein gelungener GT3 ist. Das sieht man ja an den Ergebnissen. Letztes Jahr Meisterfahrzeug im ADAC GT Masters, durchaus schon einige Rennsiege erzielt, was auch der BMW an der Stelle hat. Alpina ist jetzt allerdings von den Stückzahlen her überhaupt nicht vergleichbar. Es sind wirklich, obwohl das Auto so erfolgreich ist, sind gerade mal 6 Chassis gebaut worden. Okay. Und BMW jetzt, wie gesagt, bei 27. Ist das so teuer, oder? Er ist mittlerweile fast genauso teuer und er hat nicht den Namen. Es gibt nicht so viele Alpina-Sammler. Wenn das jetzt Alpina, sagen wir mal, so ein wirklich gesuchtes Ding wäre, was sich jeder Millionär irgendwie hinstellen möchte in seine Garage, dann wäre das schon eine spezielle Sache. Wobei ich glaube, sie bauen im Augenblick ein bisschen, feilen sie noch an ihrem Ruf. Insofern wird sich da hoffentlich in nächster Zeit was ändern. So, wir haben jetzt hier ein ziemliches Phänomen, die beiden direkten Kontrahenten, nämlich, upsala, jetzt kommt da noch der Ronny Hennel auch noch dazwischen. Das heißt, hier die Top-Leute sind hier alle beim Boxenstopp. Das heißt, Matthias Leibold für Online-Motorsport. Dann, da vor ihm ist reingekommen der Rickard Helsten für Toll Motorsports. Und Helsten war ein bisschen eher. Jetzt ist natürlich mal zu schauen, wer von den beiden eher losfahren kann. Wir sind hier bei Leibold und sehen da unten die Zeit drauf. Also muss es ungefähr um die... Ja, 44. Oh, ja, und Helsten geht hier einen Tick eher weg. Und ja, so sieht's aus. Also die haben beide die gleiche Standzeit. Das ist... da ist kein Unterschied. Und hier wird hier auf höchstem Niveau miteinander gekämpft. Sieht das schon? Genau, auch strategisch ist das alles irgendwie... Ja. So, und auf Platz 8 kommt er wieder raus. So, und jetzt haben wir natürlich neuen Führenden und das ist jetzt momentan Thomas Wackerbauer. Und dahinter Stefan Karnitz und dann müsste Achim Krause sein. Genau, da ist er. So, das sind die Top 3 jetzt, die jetzt noch nicht gestoppt haben, die jetzt aber irgendwann reinkommen werden müssen. Ist natürlich jetzt denkbar, wenn Helsten so früh, also Helsten und Leibold, die ja... Also zumindest Leibold hat ja kein Zusatzgewicht. Dann würde ich mal davon ausgehen, dass der zumindest große Teile mit Mutterprogramm 2 gefahren ist. Also es gäbe keinen Grund, dass der so früh rein muss. Also müssen wir mal schauen. So, Edgar Ostermann auf der 4 momentan, auf der 5 Dominik Hesse, Independent Sim Racer, RSA 2. Oh! Was war das denn für eine Aktion, Jungs? Wer kann man doch nicht nebeneinander fahren. Was macht ihr denn? Uiuiui, ja, Platz 5 und Platz 6, ja. Da ist die Lichthupe nicht ganz unberechtigt. Oh, und jetzt sehen wir da auch noch den Hesse abfliegen. Nein, der muss wohl einen Schaden dann gekriegt haben. Der hat aber jetzt einen Mörderschaden. Jetzt gucken wir mal. So, hier war der Zusammenstupser mit RSA. So, jetzt fährt er hier runter. Ja, da hat er schon Schaden hier. Ja, genau. Und da fliegt er schon da den Boden. Ja. Der Boden. Also das wird ein etwas längerer Stopp werden. Ja, der hat gut zu reparieren. Gut, so, wir gehen mal wieder live. Also das wird jetzt Independent Sim Racer ziemlich weit. Das einzig Gute ist, dass sie noch nicht gestoppt haben. Das heißt, sie machen jetzt nicht noch einen zusätzlichen Boxenstopp. Also es ist, sie können jetzt hier ganz getrost in die Box fahren, aber da ist wirklich mehr kaputt. Die werden mindestens anderthalb Minuten in der Box stehen jetzt hier. Das ist natürlich bitter. Ja. Die verlieren jetzt hier ganz, ganz viel Zeit und er ist hier auch ganz, ganz vorsichtig, bleibt abseits der Ideallinie. Na gut, hier kann er nicht sehr viel abseits der Ideallinie unterwegs sein, aber geht jetzt hier in die Box. Gut, und jetzt hier immer aufpassen, dass man langsam genug reinfährt. Ja, das ist hier auch ganz leicht. Das hat uns aber in den letzten 24 Stunden von Spa der Niki Meyer-Mellenhoff sehr eindrucksvoll demonstriert, was dann passieren kann, wenn man zu schnell ist. Ja, ich glaube, das habe ich sogar gesehen, ja. Ja. Bis dann hat niemand geglaubt, dass man einen Lamborghini auf die Seite legen kann, so flach wie der ist. Aber so, bestimmte also momentan, physikalische Sachen werden immer wieder das erste Mal demonstriert. Ja, das ist, ja.
So, momentan im Live-Timing natürlich ein tierisches Auf und Ab. Also da brauchen wir uns überhaupt nicht jetzt drauf einlassen, weil hoffentlich bremst er früh genug. Ja, er wird aufgebockt. Passt alles gut. Okay. Also wir wollen uns das jetzt hier nicht die anderthalb Minuten antun, aber hier ist natürlich jetzt momentan jede Menge los. Wir gehen mal vor auf die Position 1, weil da ist der Kevin Maas. Muss ich jetzt hier gegen Rickard Hellsten werden? Kevin Maas noch nicht in der Box. Aber wenn wir uns das mal jetzt reintun, der Kevin Maas ist vom letzten Platz gestartet. Auch wenn ihm jetzt hier ein Boxenstopp fehlt, fährt er hier gerade auf Position 1. Ja. Das ist wahrscheinlich, die haben sich ja wahrscheinlich gesagt, gut, Ruhe bewahren, Motorprogramm 1 und dann halten wir möglichst lange durch. Genau, so sieht's aus. Ist natürlich dann am schonendsten auch. Du verschleißt die Reifen nicht so, du kannst eventuell Doppelstints fahren. Ich weiß nicht, ob das jemand riskiert. Ja. Ist natürlich dann eine Sache, wenn man dann von hinten einen schnelleren hat. Ja, der wird jetzt fluchen da hinten, der Hellsten. Der wird ins Lenkrad beißen, da bin ich mir ganz sicher. Oh, da kommt auch schon der Audi. Mhm. Ja, weil natürlich, klar, der hat den Leibold im Heck und der Leibold hat getankt. So, jetzt geht er durch. Hier in der Blanchement, also, boah, heftigst. Also klar kann der auch, weil... Ja. Hat sich so ausgetan. Ja. Weil der hat natürlich frische Reifen. Was ist jetzt mit dem Maas passiert? Ups. Den habe ich auch verschwinden sehen. Nicht, dass das jetzt unser... Oh, der ist weg. Ach, du Schande. Mal das auf. Dürfte unser erster Ausfall sein. Das ist ja bitter. Nee, jetzt fährt er hier auf 5. Nee, steht in der Box. Ja. Ah, raus. Da raus. Haben wir wohl gerade den... Der hatte mit Sicherheit einen R-Faktor-Absturz. Ja. Das sah mir ganz danach aus, weil ein Disconnect sieht anders aus. Dass der einen R-Faktor-Absturz hat. Das ist natürlich bitter, wenn man sich so weit gut nach vorne getankt hat und dann denkst, ja, wir müssen unseren ersten Ausfall vermelden. Ausgerechnet den Mercedes hat es erwischt. Ja, auf in einzigen. Führung liegend. Ja. Ja, das kann man jetzt zum Großen noch sagen. Genau. Ja, er wird uns den F angezeigt. Ja. Ja, das ist bitter. Okay, gut. Schade, weil den Mercedes, den finde ich wirklich einen gelungenen GT3. An der Stelle ein Auto wirklich mit Charakter. Ja. Da gab es ja in der Vergangenheit einige. Insgesamt so, dass die GT3-Idee, die da darauf fußt, ein Auto, dass nicht alle Autos nach einem einheitlichen Reglement gefertigt wird, sondern dass es eine Balance of Performance gibt, innerhalb derer ein größerer Spielraum möglich ist, dass da einiges an interessanten Autos entstanden ist. Ich denke da so an den Maserati, ich denke da so an den Morgan, ich denke da so an den Venturi, an den Ascari, wobei Ascari, Ferrari und McLaren von ganz weit geguckt alle irgendwie gleich aussehen. Das ist also der typische klassische Sportwagen. Ja. Während so ein Auto wie der Mercedes, die sind natürlich unverwechselbar. Die sind auf die Schnelle zu erkennen. Ja. Und gerade Mercedes hat auch das Kult dazu, ein weiteres Sammlerauto zu werden. Also ich schätze mal, da werden wir uns irgendwann in 5 Jahren über dreistellige Produktionszahlen unterhalten. Ja. Und diese gesamte GT3-Idee, man muss auch sagen, die hat sich hervorragend als mittlerweile weltweiter Standard eingespielt. In der japanischen Super-GT-Meisterschaft zum Beispiel ist jetzt eine Entry-Liste veröffentlicht worden, wo die unterste Klasse, diese GT300-Klasse, im Grunde genommen jetzt zur Hälfte aus umgebauten GT3 besteht. Daneben gibt es in Japan noch eine weitere Meisterschaft, die Super-Taikun-Meisterschaft, die ungefähr mit der VLN identisch, also zu vergleichen ist, nicht identisch, wo auch eine GT3-Klasse drin existiert. Weltweit sind es, glaube ich, mittlerweile... Ups. Oh, Karl-Heinz macht hier mal einen kleinen Stups. Sorry. Ja. Gegen Ackerbauer und... Ja, er das lässt reicht sein. Aber er noch nicht sein. Ganz. Nee, er lässt sein. Er sagt sich, ich versuch's dann lieber doch auf der Unruhe mit Windschatten. Ja, das ist eigentlich die klassische Sache, wie man am schnellsten vorbeikommt. Wobei der Ronny Hedel von hinten natürlich auch schon wieder drückt. Ja. Also da darf er sich nicht zu viel Zeit lassen, sonst wird er zum Windschatten. Okay, zu weit weg für den Windschatten. Ja. Das passt nicht ganz. Da müssen wir ein bisschen näher dran sein. Ja. Sollen wir beim nächsten Mal probieren? Genau.
So, gucken wir mal einmal durchs Klassement. Jetzt nach den Boxenstopps, obwohl, nee, ist ja, sind noch nicht alle durch. Also wir müssen noch in der Box. Noch ein bisschen, ja, sind wir haben einen zweiten DNF, sehe ich gerade, der David, Daniel Lang-Hegermann. Welche Porsche war das? Das ist der Wilgrave. Mhm. Das ist wohl beim Fahrerwechsel da passiert, vermute ich mal. Okay, wir sind jetzt eine Stunde im Rennen mit zwei DNFs. Das würde heißen, 8 bis zum Ende des Rennens könnten wir leben. Ja. Hochgerechnet. Ja. Das ist halt immer der Fahrer, der an der Stelle ist. Ja, nicht immer, aber oft. Er ist ein Risiko, das ist keine Frage. Auf der anderen Seite, R-Faktor hat so viel Macken. Beim ersten Rennen war es wirklich unschön, weil 6 oder 7 Teams mit R-Faktor-Absturz rausgeflogen sind. Da haben wir es halt noch auf die Modifikation, auf fehlerhafte Autos zurückgeführt, wo ich auch nicht mehr so wirklich dran glaube. Also ich denke mal eher, wir haben hier direkt X9 Erfordernisse dieser Mod. Ich glaube, der ein oder andere Rechner da ist. Boah, jetzt geht das richtig oh, ja. zu. Das ist jetzt richtig ein Kampf zwischen um Platz 5, wenn ich mich nicht täusche. Richtig, ja, um Platz 4 eigentlich, weil Wackerbauer für 4, dahinter Kahnitz und dahinter Henne. Ja. Also GP Racing, All-Star und Motox sind das die Teams. Mhm. Jetzt ist hier verdammt nah dran hier in der Rouge. Das ist auch jetzt gefährlich. Aber das hat er jetzt echt perfekt gemeint. Das sieht gut eigentlich aus. Das muss doch für die Seite entscheiden. Er ist daneben und dann ist aber auch der Windschatten schon so gut wie weg. Aber er ist durch. Er ist durch. Die nächste Kurve ist seine. Und wenn er jetzt hier alles. Ja, zum Glück hat Wackerbauer da auch nicht so allzu sehr reingehalten, weil. Bisschen mehr und dann wäre der Jaguar nach außen hin abgeflogen. Ja, richtig. Der fair umgegangen. Lob. Genau. So. Also es ist natürlich erstaunlich zu sehen. Ich meine, Wackerbauer ist erstmal von Platz 4 oder 5 gestartet. Hat sich da erstmal fast bis an die Spitze durchgearbeitet. Hähnel von der Spitze zurück, jetzt kommen die alle wieder vor. Kahnitz war bis auf 6 zurück, Hähnel war bis auf 6 zurück, jetzt fahren sie hier wieder um Platz 4. Also es ist schon echt sensationell. Also soll mir mal einer sagen, wir hätten hier bei gleichen Fahrradwerken und eigentlich gleichen Autos, gleichen Material, hier alles gleiche Voraussetzungen. Also das sieht schon hier wirklich danach aus, dass man nach ein paar Rennen hier das Auto je nach Fahrweise sowas von verändert, dass man hier durchaus von fast unterschiedlichen davon reden kann, dass wir hier unterschiedliche Physik haben. So, auf dem Live-View, ich weiß nicht, wie es im Rennen, im R-Faktor aussieht, wird mir der Audi auf Platz 2 noch mit einem Stopp angezeigt, während alle anderen 2 haben. Aber ich denke mal, das ist... Die haben Fahrer gewechselt, deswegen wird da nur einer angezeigt, weil die so, okay. Stopp-Anzeige ist pro Fahrer und nicht pro Auto. Ja, also da sitzt jetzt der Rainer eben da drin und fährt jetzt hier. Jetzt hier vorwärts geht. Der Pelzen jetzt hier schon doch ein bisschen Vorsprung auf Rainer Jäger. Und von hinten drückt jetzt auch so ein bisschen Sebastian Slavik. Jetzt muss ich aber mal ganz blöd fragen, war denn der Slavik schon in der Box? Das müssen wir tatsächlich mal nachschauen. Du kannst das auch gut sehen, Harald, wenn du auf den Fahrernamen klickst, gehen die Rundenzeiten auf, die bisher gefahren sind. Und dann kann man schauen, ob die dort... der war in der Box 241, 252, genau, da sieht man 20, 21 war in der Box. So, jetzt ist er aber hier hinten wieder. Gib mir mein... Kahnitz kann sich jetzt hier nochmal behaupten. Das Problem ist natürlich, wenn Wackerbauer hier dranbleiben kann an Kahnitz, wenn Kahnitz jetzt in den Kurven nicht davonfahren kann, dann hat er ihn natürlich irgendwann jetzt in der Rouge wieder neben sich statt hinter sich. Beziehungsweise dann am Ende der Kevin Straight dann Ja, also die Kollegen im Nissan, die haben sich auf jeden Fall sehr gut nach vorne.
taktisch vorgebracht. Wir sind noch nicht hintergekommen, wie sie es geschafft haben, ja, aber... Wahrscheinlich mit einem kurzen, sehr kurzen Boxenstopp. Ohne Reifenwechsel? Naja, das ist eine Frage. Wir schauen mal, wie lange die anderen gestanden. Ja, 3 Minuten 33 hat Online Motorsport gestanden. Also wäre das lediglich ein Tankstopp. 31 hat, ja, die haben entweder keine Reifen gewechselt oder haben sich ihren Sprit anders eingeteilt oder was auch immer. Gut, werden wir dann sehen, wie nachhaltig das ist. Ja. Aber auf jeden Fall ist der Nissan jetzt schon mal auf dem dritten Platz unterwegs. Genau, man sieht ja den Reifenverschleiß. Das heißt, wenn Reifen gewechselt wurden, dann sieht man die XML-Dateien, die wird dann Wert ausgegeben, sieht man halt, ob das dann neue Reifen waren. Wenn der jetzt irgendwann brachial mit Probleme bekommt, was irgendwann wahrscheinlich jetzt passiert, wissen wir, naja, da ist irgendwas beim Boxenstopp nicht so gelaufen, wie soll. Sprich, wurde eventuell abgebrochen. Das macht eigentlich kaum einer, weil das ist sowas von dieser Trick. Wenn das dann auffällt, dass jemand da mehrfach viel Zeit nachschaut. Also das würde keiner machen und schon gar nicht Ace Racing. Eckerliga in Kürze in arge Probleme kommen. Naja, genügend Zeit um austesten, irgendwelcher Tricks war, ja. Also ja, genau. Tricks jetzt im Sinne von welche taktischen Finessen können wir machen, gibt es eventuell jetzt gibt's hier einen Angriff. Jetzt Wackerbauer, der dich gegen Helzren durchsetzt. Nee, Karnitz Wackerbauer. Karnitz? Ups. Jetzt geht's hier aber. Jetzt wird's ein bisschen rauer. Jetzt wird, ja. Und der Händel, der macht deinen Party. Weil der lacht sich natürlich dicke ins Fäustchen. Die anderen mal ihre Reifen ruinieren. Ja. Oh. Das ist natürlich Motorsport vom Feinsten. So wollen wir das haben. Der Nissan wird wahrscheinlich nur sehr kurz jetzt diese Truppe hier anführen. Ja. Also sie sind doch sehr schnell näher gekommen. Ja, ich habe gerade auch die Auskunft gekriegt, dass er hier keine Reifen gewechselt hat. Also daher gehe ich mal ganz schwer davon aus, dass das... Allerdings muss man sagen, der Sebastian Slavik, das ist so ein bisschen, naja, ich glaube im realen Motorsport würde man sagen, ist mir, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal begegnet, also im Sim-Racing, und hat sich halt eine außergewöhnliche Leistung hervorgetan und also unerwartet, weil wenn jemand neu kommt, dann geht man mal nicht davon aus, dass er schon gleich ganz vorne ist. Hat der aber. Und von daher muss man das mal abwarten. Der wird jetzt wahrscheinlich mal so ein bisschen Schrankwand spielen hier. Aber Karnitz. Oh! Da war auch ein bisschen. Oh, Herr Karnitz! Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Den lass mal wieder vorbei hier. Ja, das macht er auch. Muss er nur aufpassen, dass er nicht von Wackerbauer mitgeschnupft wird. Ja, der das ist natürlich sehr, sehr sensationell. Also, das hier. Genau. Hammer sehen hier. Also, Karnitz ist natürlich fair genug und macht das Ganze hier wieder rückgängig. Er hat sich nur gesagt, bevor ich mich jetzt in der Schikane mit dem noch anlege, da fahre ich erstmal quer durch und lasse ihn dann wieder vorbei. Oh, so, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt, wer da jetzt den Windschatten für den hat. Was ist das denn hier? Ich dreh durch. Ah, von den Grüßen Sie immer noch Zuschauer zu den 4 von Schlafen. Ja. Ja, von den ohne Scooter Spa Francorchamps. Ups. Ja, da musste Wackerbauer ein bisschen mehr bremsen, als er wollte. So, und Krause kommt da jetzt. Jetzt hat sie nach hinten erstmal nach hinten zurückgesetzt. Ich bin mal gespannt, was der Sebastian Slavik mit der Strategie, wenn da sein Teamkollege die auch noch durchzieht, da reißen kann, weil es könnte natürlich sein, wenn die das jetzt über 4 Boxenstopps an der Stelle machen, ja. Also im Grunde genommen nur einmal richtig Reifen wechseln während des Rennens, dann ist das natürlich eine taktische Finesse, die anderen Teams vielleicht nicht unbedingt in ihren Büchern haben. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt für den ersten Stint tatsächlich was bringt, weil es sie einfach insgesamt ein bisschen vorne bringt. In dieser Zeit, wo der hier rumfightet,
sind die ja immer noch schneller als, ich sag mal, so, ja, das letzte Drittel, wo sie ja eigentlich herkommen. Und von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass sie hier doch jetzt erstmal ganz normale Strategie fahren und dann jetzt vielleicht so auf Platz 7, Platz 80 hier ins Gesamtklassement einreihen. Und die restlichen Fahrer, die hier noch sind vom Ace Racing, die sind ja auch noch unbedingt langsam. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass das insgesamt sehr gut sein wird. Ob sie jetzt wirklich mit einem kompletten Reifenwechsel nur hier durchfahren, das möchte ich bezweifeln. Aber guck dir das an, der Slavik macht sich breit wie eine Schrankwand, hier ist nichts zu wollen. Hat jetzt auch Kampflinie und ja, upsala, was macht denn der Krause da hinten? Ja, der hat da gleich mal irgendwie eine Linie auf Schirm. Hoppala, da ist irgendwas passiert. Hier ist einer langsam. Ach, Independent Sim Racer lässt sich überrunden. Ja. Okay. Sehr fair gemacht. Super. Und dunkles Auto gesehen. Ich dachte, das wäre Karnitz. Aber. Aus dem Vierkampf wird ein Fünfkampf. Ja, richtig. Und wir können nur sagen, der Slavik da vorne hält den Laden zwar auf, aber macht das mit Bravour. Also, das muss man mal ganz klar sagen. Ja, schauen wir einfach mal. Die Entschuldigung für den Rest des Feldes, dass ihr ein bisschen zu kurz kommt, aber das können wir uns nicht geben. So, jetzt hier der Angriff von Karnitz. Es geht hier übrigens um Position 3, nicht um Position 4. Ja. Oh! Da hat es definitiv ein Missverständnis gegeben. Zwischen Ronnie Hill. Das ist Ronnie Hill, genau. Und das versuchen wir nochmal ins Replay zu kriegen. Hier der Feind da vorne mit Karnitz und Hedel kriegt hier richtig Windschatten. Das war sein Problem. Oh ja. Der hat unerwartet viel Windschatten gekriegt. Damit hat er nicht gerechnet, weil Ronnie Hedel macht sowas nicht. Also so unbedacht da. Das ist bitter. Das hat uns irgendwie die Gruppe jetzt gesprengt, die uns ein bisschen, ja, sehr gut unterhalten hat. Ja. Ja, das sind dann so die kleinen, das sind wirklich ganz kleine Details, die dann am Ende entscheiden. Ja, das mag gut sein. So, hältst du nach wie vor auf 1, aber jetzt schon 15 Sekunden Vorsprung auf Rainer Ebner. Auf das Peter Kasar kommt erst noch. Und Kasar kommt erst noch, genau. Jetzt weiß ich allerdings auch von meinem Team, dass Matthias Leibold ist ein Ausnahmefahrer, keine Frage. Also ist mit Abstand der schnellste im Team, der hier auch den Startsprint gefahren ist. Ja, auch ganz dicht dran war an Helsten. Und die paktieren nicht im Fahrerschlag. Da fährt jeder so, wie es eingeplant ist, genau sein Stint und alles ist gut. Und auch wenn das taktisch vielleicht unklug ist, dann will er einfach Spaß am Rennen haben und gut ist. Und wenn der Rainer Ebner jetzt hier nicht so gut klarkommt, ist es auch nicht unbedingt ein langsamer. Zumindest Tourenwagenfahrer, ist er nicht ganz so der Buller, aber hier im Tourenwagen haben wir schon viele, viele spannende Rennen von ihm gesehen. Ist es jetzt einfach mal so, dann verliert er jetzt hier halt Zeit. So, Karnitz, wie gesagt, auf 3, hat jetzt da nur ein bisschen aufzuholen auf Ebner, aber der löst sich aber auch mit Vehemenz hier von Platz 4 von Thomas Wackermauer. Ja, das wird noch ein bisschen zu tun haben mit dem mit der Kollision, die wir eben hatten. Ja. Wackerbauer und Krause sind jetzt so ein bisschen im Infight drin, ob sich das jetzt noch zusammenziehen kann, das wird uns halt schneller sehen. Zumindest sieht es für die Jaguar-Teams durchweg gut aus. Der Sven Hesse schreibt, wir haben die Motoren etwas zu laut. Ich weiß, die sind absichtlich ein bisschen lauter. Ich glaube, wir sind laut genug, man kann uns verstehen. Wir wollten mal ein bisschen Rennsport-Atmosphäre rüberbringen und das nicht alles so... Ja, nehmen wir mal einen Tick zurück, komm. Ja, da müsste ich jetzt hier minimieren. Da möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das Einzige, was wir machen können, ist, wir können uns insgesamt ein bisschen lauter machen. Das können wir wohl tun. Oh, ich hoffe, wir überschreiben uns dann aber nicht. Gut, Svenny, sag mal Bescheid, ob das jetzt so ein bisschen besser kommt. So, dann lassen wir das so. Ansonsten müssen wir da jetzt erstmal mit leben. So, Achim Krause, wie gesagt, das empfindet auch jeder anders. Das ist wie mit dem Monitor. Der eine sagt, oh, der sieht aber toll aus. Der andere sagt, oh, das ist ja total blass. Also, das ist Empfindenssache. Ich hab's vorhin gesagt, schauen wir mal bei der Gelegenheit weiter hinten ins Feld rein. Inwieweit wir da jetzt noch zusammen eine Kampfgrüppchen haben.
was ich jetzt so auf dem Zeitmonitor sehe, ist das eigentlich bis auf eine Ausnahme nicht der Fall. Da geht es um Platz 15. Gehen wir mal dahin. Nö, da ist auch, das ist hier auch Detlef Borchers auf 16, ist hier gut weg von der 15. Andreas Borde, der kommt auch gerade aus der Box. Also da ah ja, okay, alles klar. Da war, deswegen hast du diesen knappen Abstand gehabt. So, Friedrich Laditz ist jetzt eingestiegen ins Team von VE Racing. Und jetzt muss ich mal schauen, hat der hier den Borde vor sich? Nee, das ist Überrundung. So, dann gehen wir aber trotzdem mal wieder vor auf die 5, weil Achim Krause und Thomas Wackerbauer, das könnte nochmal hier richtig was reißen. Ich bin auch sehr überzeugt, dass wir nach den nächsten Boxenstopps wieder ein deutlich engeres Feld haben, weil sich dann so diese Strategien mit Reifenwechsel, Nicht-Reifenwechsel dann wieder egalisieren. Und vielleicht wechselt dann eins von den anderen Top-Teams keine Reifen, dafür Ace aber. Und ja, das werden wir dann sehen. Es gibt einen dritten DNF. Der Jens Elsing auf dem Ferrari fehlt uns. Ja, also da muss ich tatsächlich, weiß ich nicht, was da jetzt wirklich bei denen heute los war. Also da war es definitiv kein Fahrerwechsel. Also sind noch 24 Autos im Rennen. Ja. Eine Stunde 20, also haben wir noch nicht ganz ein Drittel. Oder? Jetzt rechnen wir nicht so viel dahin. Doch, wir haben ziemlich genau ein Drittel. Ja, doch, gut. Genau, ja. Ich bin da mittlerweile abergläubisch. Bei dem 24-Stunden-Rennen war es dann wirklich immer so gesagt, oh naja, jetzt werden ja nichts mehr passieren, flog der nächste raus. Und deswegen, ich erwähne es nicht mehr. Es ist auch wirklich, irgendwann wird es auch, gerade in den ganz langen Rennen, wird es dann auch irgendwann geht dir dein Wortschatz zur Neige, wie du dein Bedauern ausdrücken möchtest. Ja, beim ersten, da benutzt du noch irgendwelche Superlative, die du beim nächsten Mal nicht mehr benutzen möchtest. Und ja, die gehen dir dann irgendwann aus. Ne? Also ohne dich, wenn du dich nicht wiederholen willst. Und das ist von daher, es ist für alle dramatisch, die ausfallen. Und es gehört aber leider Gottes zum Rennsport dazu. Oder vielleicht auch ist es auch gut so, wir wissen es nicht. Aber ja. Na gut, hier ist es natürlich immer nur ärgerlich, wenn man ausfällt im realen Leben, wenn man da Unfälle hat oder im realen Rennsport Unfälle oder Defekte. Sind zumindest immer kostspielig. Oder auch gefährlich, je nachdem. Da ist Spa ja auch so ein Kandidat für. Ja. Ich hatte es ja vorhin schon erläutert. Es ist heute noch eine hochgefährliche Strecke. Also zumindest mit Respekt zu nehmen. Was wir bei den letzten 1000 Kilometern da einiges an Crashs erleben durften. Das war schon, naja, des Guten fast ein bisschen zu viel. Glücklicherweise haben es aber alle halbwegs gut überstanden. Mit Ausnahme des CN-Piloten, der da also wirklich längere Zeit im Hospital war. Ja. Und selbst ein Mike Newton, der da von Pedro Lamy abgeschossen worden ist und dann mit 40G in die Mauer gekracht hat. Mit 40G? 40G waren die Verzögerungen. Also der gute Mike Newton, der das RML-Team hat, ist also Besitzer mehrerer Firmen, die sich mit Sicherheitstechnik beschäftigen. Und der benutzt das auch immer, die Rennen, sein Rennhobby, um im Grunde genommen seine Kunden dazu bewerten. Und er hat uns in Le Mans Inboard-Aufnahmen von dem Crash gezeigt. Ja. Die Kameras haben das alles sehr gut überstanden, war natürlich für ihn ein super Verkaufsargument. Oh! Das war jetzt. Da hat es den Wackerbauer jetzt aber zur Seite gegangen. Ja, aber ist alles gut gegangen, der ist noch auf der Strecke, also war nur gut. Kurz im Grün. Ja. Ja, und es war so, dass Mike während einer Trainingssession hier diesen Streckenabschnitt runtergefahren ist und hinter ihm kam der Pedro Lamy im Peugeot. Lamy ist jetzt nicht gerade für sehr besondere rücksichtsvolle Fahrweise berühmt, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja. Und hier an der Stelle hat er versucht jetzt, zuerst hat er versucht links am Mike Newton vorbeizugehen. Das geht hier nicht, weil du nach links ziehst. Und so sind beide jetzt hier abgeflogen an der Stelle und in die Leitplanke bzw. in die Mauer gekracht. Bei Mike haben die Sensoren halt 40G angezeigt. Das Auto war hin, Schrott. Das mussten sie für Le Mans also komplett bei Lola neu bestellen. Beziehungsweise bei Honda, ja. Honda, ja. Die fahren jetzt mittlerweile HPDs.
Ja, also ich habe den Mike noch am Folgetag dann gesprochen. Ich hatte erstmal die Fotos von ihm gesehen, wie er da im Auto hängt. Sah gar nicht gut aus. Er sah auch nicht wirklich gut aus, als ich ihn gesprochen habe, aber er konnte zumindest wieder stehen und gehen. Und wir haben uns so ein bisschen dann beide über Pedro Lamy unterhalten. Gut, wobei er das schon wieder ein bisschen mit Humor genommen hat, wie das bei einem Engländer halt so ist. Nichtsdestotrotz, das war schon ein sehr ernsthafter Unfall. Und es hat sich ja auch gezeigt, dass das Budget dann so überstrapaziert worden ist, dass die sich dann auch gesagt haben, für diese Saison jetzt, das überlegen wir uns nochmal, ob wir jetzt ein volles Engagement machen. Also für die Weltmeisterschaft hat wohl nicht hingehauen, da aber allerdings auch noch aus wirtschaftlichen Gründen nicht, weil Mike Newton hat gesagt, ich habe Kunden in Europa, die kann ich zu den Rennen führen. Rennen in Bahrain oder Shanghai oder sowas machen keinen Sinn für mich, aus wirtschaftlichen Gründen. Und eine LMS will ich nicht fahren, weil die Strecken jetzt im Mickey Mouse mäßig sind. Man weiß ja, LMS fährt dieses Jahr in Brünn, was noch, denke ich mal, eins der Highlights ist, weil die Strecke in Brünn ähnlich ist wie die hier in Spa. Fährt in Donington Park, wo Ja, vorne Newton fährt dann. der Arno Kühlerring, ja, der lässt sie hier durch, gibt's auch ein Danke. Okay. Alles klar. Und fährt vor allem in Zolder zum selben Zeitpunkt, wo die 24 Stunden am Nürburgring laufen. Das ist natürlich ein No-Go für die meisten Fahrer. Dementsprechend natürlich die Nennliste. Sagen wir mal, die LMS hat dieses Jahr nicht das Problem der Blancpain. Um es mal freundlich auszudrücken, mit anderen Worten. Also, es wollen wirklich nicht so viele Teams drin fahren. Ein schönes Prototypenfeld, was sie zusammen haben. Ich glaube, es sind insgesamt so 14, 15, 16 LMP2. Da kommen also noch mit den Formula Le Mans bestimmt an die 20 Autos zusammen. Aber es sind nur 10 GT, also insofern habe ich mir nochmal Bedenkzeit gesetzt, ob ich dieses Jahr überhaupt ein LMS-Rennen besuche. Ist eine nette Serie, ich verfolge sie wirklich, bin da vor Ort seit 2004 oder im Grunde genommen seit 2003, seit diesem legendären Eisrennen da, die 1000 Kilometer von Le Mans, die ja mitten im November abgehalten wurden. Aber naja, man muss nicht jeden Quatsch mitmachen, vor allem wenn wir dieses Jahr auch noch die Weltmeisterschaft verfolgen wollen. Wobei ich mir natürlich nicht Rennen in Brasilien und so weiter geben würde. Das gibt das Budget schlichtweg nicht her. Das werden wir alles online verfolgen über Live-Video-Streams, so sie denn zur Verfügung stehen. Live vor Ort sind wir im Grunde genommen nur bei den drei europäischen Rennen. So, der Friedrich So. Gladitz hier, der ich habe jetzt mal von hinten so ein bisschen durchgeschaltet für unsere Zuschauer, dass die mal auch die Reihenfolge mitverfolgen können. Ich meine, es ist ja eigentlich ist ja unser Job völlig überflüssig. Ich meine, wir machen doch eigentlich nichts anderes. Mit dir ist das schon was anderes, keine Frage, weil da gibt es richtig Informationen, aber normalerweise erzählt man doch eigentlich nur, was die Leute eh sehen, ne? Also ein paar Geschichten noch, weiß ich nicht, wer da gerade im Auto sitzt, aber das war's dann auch, ne? So, ja, wir wollen uns jetzt mal nicht schlechter machen, als wir sind. So, und jetzt haben wir halt gesehen, der Friedrich Laditz ist hier richtig gut unterwegs. Also da geht es, glaube ich, nach vorne momentan. Hier haben wir jetzt das Team von LFS Racer 1 mit dem Andreas Borde. Die sieht man normalerweise auch weiter vorne. Borde ist auch mit guten Rundenzeiten unterwegs, wenn ich das Ja, hier so sehe. also Das da ist, da wird's könnte was nach vorne gehen. da geht's momentan ein bisschen nach vorne. So, gucken wir mal hier weiter. Dann haben wir die PVGs. Da fährt jetzt der Ben Giga, Schweizer. Das teuerste Paket meines Lebens habe ich dahin geschickt. Hat dann ungefähr den Wert des Inhalts um das Doppelte überschritten und es ist doch nicht angekommen. Ja, tatsächlich. So, und Steffen Materna haben wir jetzt hier im Z4 und Edgar Ostermann ist. Also der hat sich hier so ein bisschen um die Position 10, 11, 12 festgesetzt. Werden wir mal schauen, was zum Ende hin da noch kommt, weil die wechseln ja auch noch Fahrer. Da kommt ja noch der Robin Frischkopf und der ist ja auch nicht ohne. So. Thomas Schacht. Dann haben wir hier Ostsee Racing mit den Dirk Suda auf der 9, auf der 8. Team GTR4U mit dem Emanuel Niklas und Sebastian Slavik jetzt nach seinem. Ja, war der jetzt nochmal an der Box? Nee, war der nicht, ne? Nein. Hallo?
Der ist jetzt hier. Der ist ja durch den Unfall da ein bisschen durch die Kollision. Also da war einmal die Kollision, genau. Mhm. Und dann gucken wir, ja, genau. Und da fährt er jetzt natürlich mit seinen abgefahrenen Reifen, hat er natürlich jetzt, ist die Strategie von Arsch. Entschuldigung. Sagen wir es mal so, jetzt fährt er durchschnittliche Rundenzeiten, die aber immer noch, denke ich mal so, im oberen Drittel des, in der oberen Hälfte des Feldes sind. Ja. Insofern wollen wir mal sehen, was da jetzt in der, wenn die das jetzt wirklich noch ein zweites Mal durchziehen würden, was dabei dann rumkommen kann. Letztendlich könnte, also müsste man wirklich mal schauen, ob sich das, wie sich das ausgeht. So, Ronny Hähnel hier auf der 6 fährt im Schnitt eine Sekunde schneller als Slavik. Gut, das kennt man ja von ihm. Ja, aber nicht mit 40 Kilo, das kennt er auch nicht so. Nee, das sieht man auch. Das ist, ja. Also, hier im Augenblick, die augenblickliche Bild ist, dass Ronny Hähnel in den 2.19ern ist, eine tiefe 2.19er fährt. Während es durchaus einige gibt, die 2.18er Runden fahren. Ja, Stefan Karnitz auch mit einer 19.8 unterwegs. In der letzten Runde. So, Achim Krause hier auf Platz 5, der hat immer noch Spaß mit Wackerbauer, aber Wackerbauer ist zumindest mal wieder an ihm vorbei. Da war ja vorhin dieser kleine Rempler da, erinnern uns. So, und Dirk Suder ist bereits wieder in der Box. Also hier gehe ich mal davon aus, wenn die wirklich mit einem hohen Motorprogramm sind, Dirk, wenn ein Teamkollege von dir hier im Livestream ist, lass das bleiben mit den hohen Motorprogrammen, ihr werdet das Rennen nicht zu Ende fahren. Rossi Racing, das Team hat uns ja leider irgendwie gefehlt im Rennen am Sachsenring. Weiß man schon warum? Nein. Nein, kann ich nicht sagen. Weil im Qualifying waren sie ja mit dabei, aber ja. Im Rennen haben sie uns gefehlt. Das also ich glaube, dass da irgendwo ich weiß, war da nicht eine Disqualifikation gleich am Anfang irgendwie? Bei Rot aus der Box oder irgend sowas? Ich bin mir jetzt nicht mehr so hundertprozentig sicher. Man kann es auch, man müsste jetzt tatsächlich die XML-Datei raussuchen. Genau, so. Also Wackerbauer hier zumindest jetzt mal so weit safe, dass es vor der Schikane jetzt keine Manöver gibt von Krause. Sei denn, er bremst gar nicht. Wackerbauer nutzt aber wirklich alles, was hier an Streckenbreite zur Verfügung steht, inklusive Curbs. Ja, das ist ja legitim, dafür sind die Curbs ja da. Ja, hier durch die Lassors geht da sowas von eng. Also für die das nicht so wirklich nachvollziehen können, das ist wirklich die am schwierigsten einzusehende, oder Einlenkpunkt ist wirklich der am schwierigsten festzulegende hier auf dieser Strecke. Das ist unglaublich, also hier im Simracing zumindest. Also da irgendwie zu gucken, jetzt treffe ich genau den Scheitelpunkt, ist unglaublich schwierig. So, jetzt aber Krause hier wieder sehr gut aus der Rouge rausgekommen. Nee, reicht nicht. Reicht nicht. Da werden wir noch einige Zeit Freude haben mit den beiden, wahrscheinlich. Gehe ich mal davon aus. Und mal hoffen, dass die wieder so ein bisschen da vorne ranfahren, auch noch an Karnitz und ja, wer ist da vorne noch unterwegs? Ebner. Also Karnitz müsste jetzt irgendwann auch in Richtung Ebner aufschließen, weil Ebner fährt im Schnitt 2 Sekunden langsamer als Karnitz. Wäre natürlich fatal, wenn... Ja, nee, ist nicht. Oh, wer ist das denn? Das sind unsere Freunde mit dem Aston Martin. Ach du meine Nase. Was ist denn mit dem Auto passiert? Da wusstest du jetzt echt nicht mehr... Ja, da wusstest du jetzt echt nicht mehr, ist das jetzt ein... ist das eine Corvette oder ist das ein Aston Martin? Also diese... Das ist ja kaum laut. Ja, die Lackierung ist ein bisschen... eigenwillig, also ist jetzt nicht an einer der klassischen Aston-Lackierungen angelehnt. Da gibt es ja mittlerweile auch schon einige. Gucken wir uns jetzt doch mal bitteschön das Auto an. Da ist ja nichts mehr dran. Oh ja, sehe ich, da fehlt hinten was. Genau. Na, auch vorne ist das alles irgendwo eine eigenwillige Aerodynamik da vorne angebaut. Oh, das kann ich jetzt nicht so auf den ersten Blick sehen, aber die sind zumindest... Guck dir doch mal hier vorne links da, diese Mörderwelle hier. Ja, das ist ein richtig schöner Windfänger, genau. Ja.
So, und dürfte gut. Aerodynamisch einiges kaputt sein. Gut, die sind natürlich gewichtsoptimiert unterwegs. Genau, und haben einiges an Ballast hinter sich gelassen. Und sie haben kein Geld, weil sonst hätten sie das passende Kofferset im Kofferraum. Ob das bei der Rennversion dabei ist, weiß ich nicht. Ich weiß, dass man dem Stefan Mücke für seinen Straßenesken Martin damals noch eine Babyschale eine passende geschenkt hat. Ja, okay. als er Werkspilot geworden ist, genau. Ja. Da war nämlich prompt das erste Mal auch Vater, genau. Mhm. So, okay, also das ist jetzt hier, haben wir jetzt uns angeguckt. Also der macht jetzt auch keine Anstalten, das mal irgendwie reparieren zu lassen. So, dann gehen wir mal wieder auf die 5 vor. Pause jetzt ein bisschen weg von... Aber jetzt hier von Wackerbauer und Karnitz! Nee, Quatsch! Ach Gott, Gott, Gott. Karnitz ist schon auf die 2 durch, das haben wir jetzt verpasst. Und auf 3 ist Wackerbauer jetzt gerade vorbei an Rainer Ebner. Aha, da muss dem Ebner was passiert sein. Nee. Das ist, ich gehe mal davon aus, warte mal, wir gucken mal nach der Rundenzeit von Rainer Ebner. Ich gehe mal einfach davon aus, dass die anderen hier deutlich schneller unterwegs sind. Oh ja, doch. Letzte Runde eine 2:29, da muss was passiert sein, ja. 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 Also das 7 ist Sekunden schon, mehr. Ja. Wie der Schnitt. Oder 8 Sekunden mehr vielleicht sogar. Ja. Also das hat die Audi Crew doch 2 Plätze gekostet. Das wird auch gleich noch einen dritten kosten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Jaguar Doppelführung kann man mittlerweile im Rennen wieder. Richtig. Jaguar, vielleicht solltest du den Jungs mal einen Tipp geben da. Also, dass die hier so erfolgreich unterwegs sind, das kennen die ja so nicht. Ich weiß nicht, wen ich da überhaupt noch ansprechen kann. Leider Gottes ist es ja so, dass zumindest das bislang höchst dotierte Jaguar-Programm diese Woche eingestellt worden ist. Und zwar das Rocket Sports-Programm in der ALMS. Das waren ja da auch die ersten Kandidaten immer für die J-Lock Trophy, also für die Autos, die als erste ausfahren. Die Jaguars hatte man ja auch schon alle möglichen Ausfallgründe durch. Schöne Autos, aber wohl nicht so ganz mit dem Backing und mit dem Know-how ausgestattet, wie sie eigentlich hätten sein müssen als GT2, weil der Kampf, der da in der ALMS läuft, der ist schon sehr, läuft schon auf sehr hohem Niveau ab zwischen BMW, Porsche, Ferrari und BMW, Porsche, Ferrari und Corvette, genau. Das sind ja alles Werksmannschaften, die da unterwegs sind in der GT-Klasse. Und Jaguar, ja, haben sich so als Werksteam gegeben. Das war hier die Rocketsports-Mannschaft von Paul Gentilozzi, die aus der Trans-Am ursprünglich kam. Hat jetzt das Jaguar-Programm eingestampft, weil halt auch die finanzielle Unterstützung von Jaguar ausbleibt. So, jetzt passiert es jetzt gleich vorbei. Okay. Ja. Ebner hier mit einem Fehler. Möglich, dass er auch irgendwo angeschlagen ist und deswegen. Nee, ich glaube, das ist nicht passiert. Ich glaube, das ist nicht passiert. Wir schauen nochmal. Ja, nicht jetzt hier in der Kurve, sondern vorher bei diesem Zwischenfall, wo es. Nee, das ist hier oben raus passiert. Wir sehen es hier. Er kommt hier quer durch die Uhr, also hier oben Ausgang. Und ja, und da geht Krause locker flockig vorbei. So, gehen wir wieder live. Ja. Und die. Es ist jetzt so, Rocket Sports wird zum Glück nicht aus der ALMS sich zurückziehen. Sie wechseln halt nur die Klasse. Sie werden jetzt in Formula Le Mans einsetzen, aber das ist natürlich schon etwas eine andere Liga dann. Kleinerer Aufwand mehr oder weniger. Wir wollen mal sehen, wie sie sich da halt schlagen. Okay. Also von den GT zu den Prototypen hin. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es ja da auch Ersatz. Lotus hat ja jetzt für einige Serien schon Einsatzteams akquiriert, die unter anderem in der GTE-Klasse unterwegs sind. Es gibt ein Lotus-Team, was in der Weltmeisterschaft läuft. Ein Lotus-Team, glaube ich, auch in der LMS. Und auch in Amerika hat man sich ein Team gesichert. Und es gibt auch sogar ein Lotus-LMP-Team. Ein deutsches. Das ist das Codeva-Team, wo hinter das Collis-Team mehr oder weniger steckt. Collis ist ein bekannter Name aus der Formel 1 auch, der Colin Collis. Und unter der Nennung seines als Teammanager hat's bei Codeva agiert dann sein Vater, der Romulus Collis. Und der ist, die haben sich jetzt schlichtweg von Lotus einfach nur mehr oder weniger das Branding besorgt, also die Erlaubnis, den Namen Lotus einzusetzen.
Lotus hatte ja ursprünglich vor, einen eigenen LMP zu konstruieren. Da man aber rechtzeitig, nicht so wie Aston, erst nach der Realisierung des Programms, gemerkt hat, da machen wir uns zu viele Baustellen auf, weil sie waren ja mit dem GT4, mit dem GT3, mit dem GT2 und mit dem LMP wären sie dann zugange gewesen, hat der Colin Collis dann, nachdem es in dem spanischen HRT-Rennstall zu Zerwürfnissen mit den Besitzern kam, oder zu Meinungsverschiedenheiten, sagen wir mal lieber, gesagt, okay, ich gehe jetzt zu Lotus und mache für die das LMP-Programm. Man hat sich bei Lola zwei Lola-Chassis gekauft, die Erlaubnis, die ganzen Chassis auch als Lotus branden zu können. Mhm. Der Motor, der auch als Lotus-Motor bezeichnet wird, kommt von Judd. Und das ist mehr oder weniger erstmal nur ein C im kalten Wasser, um mit dem Prototypensport oder mit der LMP2 an der Stelle warm zu werden. Für die nächsten Jahre plant Collis wirklich die Entwicklung eines eigenen LMP1, aufbauend auf den Erfahrungen, die man jetzt mit dem Lotus, mit dem Lola macht. Mhm. Das kommt uns bekannt vor, das hat Aston Martin nämlich genauso gemacht. Die haben sich nämlich auch zuerst mal Lola-Chassis genommen, haben dann von Lola eins für sich selber bauen lassen mit eigenen Designelementen. Ja, und der letzte Schritt, dann wirklich ein eigenes Auto zu bauen, der ist ja mit dem AMR1 grandios in die Hose gegangen. Das waren ja jene berühmten 24 Kilometer von Le Mans, die man damit absolviert hat. Ja, die sind wirklich ungelogen, die sind wirklich nur anderthalb Runden weit gekommen. Ja, oder nach zwei geil. Runden ausgefallen. Das waren 24 Kilometer von Le Mans. Oh, Rainer Ebner hier, quer. Ja. Olli Hedel durch. Oh, das bedeutet noch weitere Plätze, die man zurückfährt. Platz 6 jetzt für Online-Motorsport. Okay. Und der Sebastian Slavik ist da jetzt auch nicht mehr so weit weg von. Das sind wahrscheinlich so unsere beiden Mannschaften, die sich irgendwie bei den Abstimmungen beim Setup verzockt haben. Oder wir wissen nicht, was dem Rainer Ebner da passiert ist. Vielleicht kann ja, der hat, ist einfach ausgerutscht. Ja, also ob das jetzt... Jetzt nein. Hier an der Stelle. Aber wir wissen ja nicht, was der ursprünglich... war ja ursprünglich schon mal zurückgefallen. Ja. Also irgendwie wird das Setup jetzt, der Wagen jetzt schwerer für ihn zu beherrschen. Woran es jetzt im Einzelnen liegt, das muss er uns dann nachher mal hier sagen. Wenn er eventuell mit ganz kurzem Entscheid kommen kann. Also ich weiß es nicht, wer von... Ich weiß nicht, ob der Hans-Peter da ist. Wo sind sie denn? Ja, aber der ist gerade gelootet. Ja, also insofern hat dann Lotus jetzt schon mal auf breiter Front im Motorsport zurück. Lotus wird Weltmeisterschaft fahren. Einige Rennen sogar mit zwei Autos. Und wie gesagt, das LMP1-Programm ist mehr oder weniger angekündigt. Ich habe auch schon gehört, dass derzeit sogar selbst Rebellion Racing mit Lotus-Sponsorschaft unterwegs ist, obwohl die eigentlich einen Lola Toyota fahren. Der Name Lotus wird auf jeden Fall zurzeit massiv bekannt gemacht im Motorsport. Ob das natürlich alles so seinen Sinn hat, das so zu diversifizieren, von der Formel 1 bis hin zum GT4, mag mal dahingestellt sein. Auf jeden Fall scheint da das Geld im Augenblick da zu sein und naja, wenn man es in Sportwagen, Sport einsetzt, warum nicht? Ja. Hinter Lotus steckt ja die malaiische Proton-Gruppe. Das ist also ein richtig großer Hersteller, der auch richtig Geld hat an der Stelle. Proton ist mehr, das muss man sich so vorstellen, wie Renault, Peugeot, VW, was weiß ich. Ja. Also ein richtig großer Hersteller an der Stelle. Und die haben sich mit Lotus im Grunde genommen eine Edelschmiede dann an Land gezogen, die jetzt so langsam eingenordet wird, dass man da an... Lange Zeit hat man halt nur den Elise gebaut. Elise ist klar, so ein kleines Go-Kart für die Straße mehr oder weniger. Ja. Und jetzt mittlerweile sind, glaube ich, für die nächsten 2-3 Jahre 6 neue Modelle angekündigt. Also das ist, da tut sich einiges im Hause Lotus. Und das wird auch alles seinen Weg mehr oder weniger auf die Rennstrecke finden. Ja. So, Ronny Hedel kommt in die Box. Oh, das wird jetzt interessant, ob es hier schon zum Fahrerwechsel kommt. Müsste ja dann der Fall sein. Müsste jetzt, wenn sie zu zweit fahren, müssten sie jetzt irgendwie wechseln, ja. So,
Karnitz auf 2 und wenn ich das... Nee, der hat noch ein bisschen, der hat noch 4,5 Sekunden Vorsprung auf Wackerbauer. Also wir reden hier immer noch nicht von wirklich von Abständen, ne? Also das dürfen wir nicht vergessen. Torrent Motorsports, die ganz vorne weg sind, die sind einfach am fehlerfreisten bisher gefahren. Mhm. Und werden bei mir mit fast 30 Probleme Sekunden hatten. Vorsprung. Bitte? Die werden bei mir mit fast 30 Sekunden Vorsprung notiert, 27 ja. Sekunden. Mhm. Nein, mein lieber Micha, der Harald liest das nicht von Wikipedia ab, der weiß das tatsächlich. Ja, das ist ja das Phänomen. Das ist ja das, was mich dann immer nach so einem Stream mit Harald mag ich eigentlich gar nicht mehr wieder kommentieren. Dann irgendwie